Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn Sie eine examinierte Pflegekraft sind und eine neue Herausforderung suchen, zum Beispiel im nördlichen Hessen, dann interessieren Sie sich vielleicht für die Arbeit in der Geriatrie. Die Geriatrie, die hat ja einen ganzheitlichen Blick auf den Patienten, der meist schon eine Reihe von Krankheiten mit sich bringt. Und deshalb funktioniert diese Abteilung auch anders als andere Krankenhausstationen. Bei mir sind Verena Buchholz und Mareike Armbröster. Verena Buchholz ist die Stationsleitung der Geriatrie und der Palliativstation am Asklepios Klinikum Schwalmstadt und Mareike Armbröster ist die Stationsleitung der Geriatrie am Asklepios Klinikum Melsung. Schön, dass Sie beide Zeit für uns haben. Sagen Sie uns, was genau macht man eigentlich in Ihren Abteilungen? Vielleicht können Sie uns das mal schildern. Frau Armbröster. Wir sind ja darauf bedacht, die Patienten nach zum Beispiel einer Schenkelhalsfraktur wieder in die Häuslichkeit, dass sie da wieder zurück können. Ja. Das heißt, die kriegen bei uns Ergotherapie, Krankengymnastik, Logopädie, bekommen ressourcenorientierte Pflege. Aha, dass man also wieder mit eigenen Kräften auf die Beine kommen kann, genau, zum Beispiel. Genau, und da unterstützen wir sie halt täglich drinne. Das heißt, morgen früh geht es los mit der Körperpflege, da werden die Vitalzeichen kontrolliert, wie geht es dem Patienten. Ja. Genau, dann geht es dann tagsüber weiter mit den Anwendungen von den Kollegen, von der Physio zum Beispiel. Genau. Was für eine Voraussetzung braucht man, um dort zu arbeiten? Muss man da Gesundheitspflegerin sein oder kann man da auch Altenpflegerin sein? Eine examinierte Pflegekraft, also sowohl Altenpflegerin als auch Gesundheits- und Krankenpflegerin, Krankenschwester. Was genau heißt Geriatrie? Also was bedeutet das? Welche Krankheiten haben Ihre Patienten da? Das ist ganz verschieden. Also es gibt Patienten, die haben einen chirurgischen Hintergrund, dann Neurologie, internistisch. Einfach alles Patienten ab 65, die mit einer, die wieder mobiler und selbstständiger werden sollen. Die kommen zu uns in die Reha, also in die geriatrische Reha und werden dann im besten Falle wieder laufend unsere Station dann verlassen. Das heißt also, haben Sie da zu tun mit Patienten, die post-OP sind, also die auch noch blutige Wunden haben zum Beispiel? Auch. Ja. Also Patienten, die zum Beispiel gestürzt sind, haben sich den Oberschenkel gebrochen, sind operativ versorgt worden auf der chirurgischen Station, die kommen dann zu uns nach 4-5 Tagen Post-OP und werden dann bei uns wieder zusammen mit den Krankengymnastik, den Therapeuten und den Ergotherapeuten zusammen. Ja, genau. Ja. Was genau heißt das, wenn man mit älteren Menschen zusammenarbeitet? Wenn man also nicht mit jungen Hüpfern zu tun hat, sondern wenn man eben schon mit jemandem zu tun hat, der einen großen Teil auch seines Lebens ja schon gelebt hat. Na, man muss da schon auch viel Empathie haben für die Patienten. Ne? Man muss halt einfach bedenken, sie sind halt gebrechlich, brauchen einfach auch ein bisschen mehr Zuwendung, was die täglichen Verrichtungen angeht. Man muss halt auch die Vita beachten. Ne? Die haben natürlich auch einiges mitgemacht, die Patienten. Krieg, dementsprechend muss man halt auch so ein bisschen einfühlsam auf sie eingehen. Ne? Also, das ist nicht für jedermann was. Jedermann kann nicht mit alten oder älteren Patienten zusammenarbeiten. Also da gehört schon ein bisschen, ja, wie gesagt, Empathie zu. Man sagt ja bei älteren Patienten oder überhaupt bei älteren Menschen, dass es wichtig ist, dass sie reden, dass sie Kontakt haben und dass sie sozusagen im Gehirn beweglich bleiben. Sind Sie auch für sowas zuständig? Also man muss die Kognition der Patienten schon fördern, auf jeden Fall. Es ist ganz wichtig, dass wir mit den Patienten auch arbeiten können. Das heißt, die Patienten können durchaus dement sein, aber man muss halt auch mit ihnen arbeiten können. Also sie müssen sich jetzt nicht alles merken können, was wir mit ihnen besprechen, mit den Patienten. Aber sie ist halt schön, wenn man dann so mit ihnen zusammenarbeiten kann. Was heißt zusammenarbeiten? Heißt es nur reden oder heißt es auch mit ihnen Freizeit verbringen? Naja, das gehört halt alles zusammen. Also wir versorgen die Patienten jeden individuell und jeder bekommt seinen eigenen Therapieplan, beziehungsweise die Therapie wird auf jeden Patienten variabel abgestimmt und wir helfen ihnen bei der Körperpflege
Und während der Körperpflege kann man, bespricht man sowieso schon, also man hat dann halt viel Zeit. Man hat sowieso, bei uns ist das halt in der Geriatrie anders als auf anderen Stationen. Bei uns liegt halt der Schwerpunkt in den Punkten, zum Beispiel bei der Körperpflege, dass wir die Patienten da auch fördern, dass sie wieder nach Hause können im besten Falle, dass sie zu Hause dann sich vielleicht wieder selber versorgen können. Mhm. Und das ist halt unser Schwerpunkt, dass wir dafür sorgen, dass wir mit dem Patienten die Ressourcen halt einfach fördern. Halt auch das, was sie nicht können, dass wir ihnen das wieder versuchen beizubringen, langsam Schritt für Schritt. Und gerade ältere Patienten brauchen natürlich mehr Zeit. Die haben Muskelabbau gehabt. Muskelabbauen geht halt schneller als wieder aufbauen. Das schafft man auch nicht in 2 Wochen. Aber wir führen die Patienten schon mal auf einen guten Wege dahin, dass der Muskel wieder aufgebaut wird. Und die müssen dann zu Hause natürlich auch weitermachen. Das ist immer ganz wichtig, dass die Motivation auch da ist und bleibt. Und die Gespräche, die laufen völlig automatisch. Und das ist halt auch das Schöne. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben unheimlich viel Zeit für die Patienten, aber wir haben mehr Zeit. Auf einer anderen Station, ich sage jetzt mal auf einer internistischen Station zum Beispiel, da werden die Patienten morgen früh bei der Körperpflege, die bekommen wieder ihr Nachthemd an und da liegt der Schwerpunkt halt einfach woanders. Und bei uns ist es halt so, die Patienten sollen in ihre Alltagskleidung, dass einfach die Lebensqualität schöner ist, dass die Patienten sich wohler fühlen, gerade sonntags, da muss dann immer das gute Sonntagsoutfit, weil viel Besuch kommt. Mhm. Und auch das ist dann wie so ein An- und Ausziehtraining schon alleine, also da fängt das schon an. Und währenddessen hat man halt viel Zeit für die Patienten und kann ein schönes Gespräch mit den Patienten führen. Ja. Und wenn es nur die Frage ist, wo kommen sie her? Das ist einfach so das Wohlbefinden des Patienten. Da fühlen die sich schon aufgehobener. Und Sie arbeiten ja auch noch zusammen mit anderen Disziplinen bei sich im Hause, oder? Ja. Frau Armbruster? Ja. Genau, mit den Physiotherapeuten, mit der Ergotherapie, Logopäden und Psychologen. Ja. Genau. Ist das so, dass die ab und zu dann erscheinen bei Ihnen in Ihrem Arbeitsalltag oder machen die Hälfte davon aus, also diese Zusammenarbeit mit den Logopäden und so weiter? Na, die Logopädin kommt in der Regel einmal die Woche. Mhm. Genau, die Psychologin kommt halt, guckt und dann entscheidet sie halt, muss sie noch mehrmal zum gewissen Patienten kommen oder reicht das einmalige Gespräch mit dem Patienten. Die Physiotherapeuten kommen einmal am Tag, die besprechen das dann auch, die machen das dann individuell, wie die Patienten dann, also sie haben ja einen Therapieplan und dann wird halt einfach geguckt, wann passt es jetzt rein und die Ergotherapeuten kommen auch einmal am Tag. Die machen dann zum Beispiel auch Gedächtnistraining, jetzt nochmal auf das Thema eben zurückzukommen. Ne? Da wird dann auch nochmal so ein bisschen geübt, was das Gedächtnis anbelangt. Genau. Wenn man bei Ihnen in der Abteilung ist, kann man sich da auch spezialisieren oder kann man sich da weiterbilden? Man kann den Pflegeexperte Geriatrie machen in Form einer Weiterbildung. Das wird bei uns vom Bildungszentrum angeboten. Das sind ungefähr 4 Monate. Ja, 4 bis 6 Monate. 4 bis 6 Monate, je nachdem, wie es aufgeteilt ist. Und dann ist man Pflegeexperte für Geriatrie. Das sind dann so Wochenblöcke. Genau, so ist das dann aufgeteilt über die Monate. Und die Arbeit wird sich dadurch sicherlich verändern, aber am Ende bleibt es ja doch eine Arbeit so mit Menschen und am Patienten. Ist es das, was Sie motiviert? Also ist das das, wo Sie sagen, ich möchte anderen Menschen nah sein und wissen, wie sie denken oder wie sie leben? Also was einen motiviert bei unserer Arbeit ist natürlich, die Patienten kommen zum Beispiel von der chirurgischen Station, haben sich den Oberschenkel gebrochen. Sie werden operiert, kommen zu uns. Die können meist noch gar nichts, die Patienten. Die können vielleicht mal den Löffel heben oder die Gabel und können gerade mal alleine essen. Essen muss noch zubereitet werden von der Pflegekraft. Und im besten Falle, was wir durchaus auch oft haben, ist, dass die Patienten laufend, meinetwegen mit dem Rollator, unsere Station verlassen. Das ist halt, also das ist das, ich sage jetzt mal, das Schönste und das Motivierendste für uns, für die Geriatrie. Ja. Und dass sie wieder nach Hause können. Das genau. ist für mich immer so eine Motivation, ja. dass die Patienten nicht ins Pflegeheim müssen, sondern wieder in ihre häusliche Umgebung. Ja. Und halt dieses interdisziplinäre Arbeiten, das ist natürlich auch das, was es spannend macht, ne? Dass man nicht nur mit dem Doktor zusammenarbeitet, sondern einfach auch noch die anderen Gruppen
hat, mit dem man dann zusammenarbeitet. Genau. Ja, aber ich glaube, man darf auch nicht die Augen verschließen davor, dass ja manche Patienten auch sterben bei Ihnen. Auch das ist ja etwas, was Sie für sich bewältigen müssen, oder? Das gehört durchaus dazu, ja. Das ist, aber da sage ich immer, das ist das Schöne in der Geriatrie, also was heißt schön? Sterben ist natürlich nicht immer schön. Mhm. Gerade die Angehörigen, für die ist es immer sehr schwer, egal wie alt man ist. Aber wir können bei uns in der Geriatrie immer sagen, die Patienten, die haben ihr Leben gelebt. Mhm. Ne? Also ich zum Beispiel persönlich könnte jetzt keine Kinderkrankenschwester sein, weil wenn ich Kinderkrankenschwester bin, klar, das hört sich erstmal so schön an. Aber ich arbeite ja nicht mit gesunden Kindern, sondern mit kranken Kindern. Und fände ich persönlich jetzt viel schlimmer, die haben noch kein Leben gehabt und nichts. Und unsere älteren Patienten, wenn die sehr krank sind, die haben ja meistens nicht nur eine Krankheit oder auch wenn sie nur den Oberschenkel gebrochen haben, dann die haben noch diverse andere Krankheiten. Und dann kann durchaus mal passieren, dass sie auch auf der Geriatrie versterben. Mhm. Ne? Mhm. Ist natürlich nicht schön, aber... Ja. Es bringt das kommt Ding. Auch vor. Was mich noch interessiert hätte, wäre, man bekommt ja auch einen Lohn für seine Arbeit, also ein Gehalt. Kommt man damit aus? Also durchaus ja. Ich persönlich zum Beispiel habe mit meinem Lebensgefährten ein altes Haus aus den 30ern, das haben wir saniert. Er verdient jetzt nicht so viel, sage ich jetzt mal. Also ich bin der größere Verdiener von uns beiden. Und wir haben das Haus saniert und wir können durchaus normal leben. Also das ist ausreichend. Dürfte natürlich mehr sein, aber das ist ja sowieso ein großes Thema. Aber es ist durchaus möglich, davon zu leben, ja, auf jeden Fall. Ja. Würden Sie den Beruf nochmal ergreifen, wenn Sie sich entscheiden müssten? Ja. Ja, auf jeden Fall. Aus vollem Herzen. Ja. Das ist halt auch ein sehr dankbarer Beruf, ne? Man ja. kriegt halt auch wieder viel wieder. Ne? Die Patienten ja. spiegeln einem ja die Dankbarkeit auch wieder. Ja. Genau. Das ist so, ja, würde ich schon sagen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Bleiben Sie gesund. Ja.